Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Let's Fail Factorio, muss man ja schon fast sagen. Obwohl so schlecht, auch wenn ich das meiste immer vergesse, stelle ich mich gar nicht an. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie Kupferdraht herstellen. Kupferdraht, benötigen wir Kupfer. Dann haben wir hier ultra viel, deswegen können wir da einfach abzwacken. Wie stellt man denn Kupferdraht her? Braucht man noch irgendwas? Nee. Gut, wenn man da nichts braucht, können wir da einfach so machen. Ich würde sagen, das führen wir dann gleich da nach oben, oder? Es ist so schön chaotisch. Ich würde gerne das hier nochmal einmal ein bisschen kürzen, weil das können wir quasi viel früher schon machen. Machen wir es hier. Da sparen wir dann ein bisschen Fließband. Und schonen die Umwelt. So. Brauchen noch so eine Montagehalle. Warte mal, jetzt mache ich mal einen Trick. Und zwar. Nein, das geht nicht, wenn man da die Montagehalle 2 bräuchte. Jetzt zocken wir einfach hier ab. Wie viel brauchen wir denn da? Da haben wir schon genug. Wir brauchen jetzt noch ein paar Eisenplatten. Ich dachte, wir haben hier welche gebrannt. Hä? So, Moment. Die eine Eisenplatte, die da lag, die wollte ich unbedingt noch haben. So. Zack. Ich weiß, es ist Chaos pur, Leute, aber... Boah, das macht mich irre hier. Wir brauchen immer noch Eisenplatten. Hier sind Dutzende Eisenplatten. Können wir nicht nehmen. Dürfen wir nicht. Wird uns nicht gestattet. Wenn wir noch mehr Eisenplatten hätten, könnten wir direkt Montagemaschinen... Nein, 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 nein. Wir müssen sparen. Montagemaschine. Kupferkabel, bitte. Das soll hergestellt werden. Genau. Da denkt er sich auch. Echt dafür... So, darin. Zack. Das wird da hergestellt. Ich meine, guck mal, hier kommt so viel Kupfer. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie abzwacken. Hier ist übrigens voll die Verschwendung. Warum haben wir denn da so eine riesen Verschwendung drin? Ach, weil ich immer mal wieder an die Kiste ran wollte. Ich erinnere mich. So, dann war das Wissenschaftspaket. Mal ein bisschen das vom Boden aufräumen hier. So, Kupfer. Wenn wir das haben. Wofür brauchen wir das? Jetzt geht's schon wieder los. Für die hier, für die Greifarme. Da brauchen wir elektronischen Schaltkreis. Und elektronischen Schaltkreis, den stellt man her, indem man Eisenplatten... Müssen wir also nochmal Eisenplatten abzwacken. Aber das geht. Obwohl, ja doch, das müsste gehen. Und Kupferkabel zusammen macht. Alles klar. Immer wenn ich alles klar sage, könnt ihr euch denken, dass ich eh nur die Hälfte verstanden habe. Weil ich es mir nicht merken werde. Kupferkabel. Kupferkabel. Eisenplatten. 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 Alles klar. So, Teilerfließband. Na? Habe ich überhaupt schon Hallo gesagt? Ich bin so durch den Wind, ne? Eisenplatten. Kupferkabel. Eisenplatten,
Kupferkabel. Das ist sinnvoller, wenn wir das, sinnvoller, wenn wir das genau andersrum machen. Und zwar... Nein, das geht ja gar nicht. Ich habe nichts gemacht, alles klar, ihr habt nichts gesehen, alles cool. Es geht bestimmt doch, aber ich habe jetzt keine Ahnung mehr gehabt, was ich überhaupt machen wollte. Da, zack. Kupferkabel, Eisenplatten. Kupferkabel, Eisenplatten. So, Eisenplatten, Kupferkabel. Jetzt brauchen wir eine Montagehalle. Und Strom. Strom ist ja kein Problem. Können wir noch den machen hier. Zack. Jetzt kriegen wir Kupferkabel und Eisenplatten. Das ist super. Und hier haben wir Zahnräder drin. Nein! Quatsch, hier haben wir Fließbänder drin. Boah, Alter, das macht mich völlig kaputt. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Montagehalle. Denn wir wollen ja aus Kupferkabel und Eisenplatten und jetzt weiß ich's, so ein Chip-Teil machen. Das ist der Fachausdruck. Ein Chip-Teil. Elektronischer Schaltkreis. Sag ich doch. Dafür brauchen wir aber zwei Greifarme und Strom natürlich. Wir müssen gleich mal ein paar mehr herstellen, wollte ich sagen. Können wir gar nicht. Zack, zack. Kriegen wir... Huch. Was hab ich denn hergestellt? Einen elektronischen... Kuhfladen habe ich hergestellt. Aus Versehen wollte ich gar nicht. Da bin ich zwar zu lachen gehabt. So. Die laden das jetzt da rein. Und da werden jetzt so Chip-Teile hergestellt. Die Chip-Teile brauchen wir nämlich zusammen mit den Zahnrädern und Eisenplatten für den Greifarm. Ach, und Fließbänder. Deswegen stellen wir nämlich Fließbänder her. Das ist unglaublich einfach, dass ihr euch das antun könnt bei mir. Ich meine, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr euch an den Kopf fasst und denkt, das kann jetzt nicht wahr sein. So, ein Teilerfließband, denn wir zwacken jetzt hier unten auch nochmal Zahnräder ab. Das Ding ist, dass das, ich meine, im Moment wird der da reingelagert, deswegen sehen wir ungefähr, wie schnell der Fortschritt ist. Da ist es nicht schlimm, wenn wir hier auch nochmal eins abzwacken, oder? Ansonsten müssen wir noch eine zweite Montagemaschine machen. Können wir machen, weil wie ihr seht, also da haben wir ja wirklich einen Überschuss. So, jetzt. Und jetzt kommen nämlich die Teile ins Spiel. Zack. Jetzt brauchen wir noch so ein Teil, was das auspackt. Und dann haben wir Zahnräder, wir haben drüben die Eisenplatten. Und den elektronischen Schaltkreis. Das heißt, Eisenplatten müssen wir uns auch nochmal was abzwacken. Ist das krank, Alter. Das ist doch schon krank, ganz ehrlich. Wir hatten sich sowas einfallen lassen. Die Typen sind fucking Genies. Ich meine, ich zock das Game. Ich habe keine Ahnung, was ich mache.
So, Tyler-Fließband. Aber das eine baut auf dem anderen auf. Und der eine ist für den anderen da, nimmt das hin, nimmt das weg, macht das so, pim, 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 pim. Keine Ahnung, warum ich Pim sagen wollte. Pimmel. So, jetzt habe ich es gesagt. Da eh alle drauf gewartet. Zack. So. Zahnräder. Greifarm brauchen wir noch. Stromverteiler haben wir noch. Das heißt, wir können hier ohne weiteres den Strom hochbringen. Brauchen wir gar nicht, wenn wir das Fließband 1 weiter unten ansetzen. Sparen wir uns das. So. Jetzt kommen alle Stränge zusammen. Und die drei Teile brauchen wir, um einen Greifarm herzustellen. Könnt ihr mal sehen. Und das Zeug müssen wir dann auch nochmal auslagern. Warte mal, da habe ich schon eine Idee, wie wir das sinnvoll machen können. Huch. Können wir dann mit einem langen Greifarm hier auf dem... auf dem Extrateil lagern. Alter, ist das krank. Leute, ist das krank. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe nur zur Hälfte eine Ahnung, was ich mache. Ich weiß, wir müssen jetzt noch eine Montagehalle irgendwo hinstellen. Und zwar eine Montagehalle 2 sogar. Das heißt, wir brauchen 44 Eisenteile. Kann eine Weile dauern. Wir haben nämlich 5. Hier kommt ja genug an, vielleicht... Ich überlege gerade, ob wir da übergangsweise, aber eigentlich ist es Schwachsinn. Können wir schon den langen Greifarm bauen? Hier brauchen wir 7. Na, zumindest das können wir jetzt machen. Jetzt ist natürlich die Frage. Nee, funktioniert, ne? Nee, geht nicht. Hier muss eins näher dran stehen. Sag mal so, dann, dann scheißen wir einfach mal. Scheißen wir einfach mal auf das Teil. Alter, macht mich das fertig. So, zack. Und dann so ein Underground-Teil. So. Gebt euch das. Aber da laufen dann alle Stricke zusammen. Müssen wir bloß noch so eine zweite Montagehalle bauen können. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten, bis wir das nötige Material haben. Können wir mal hier gucken. Hier läuft alles nach Plan immer noch. Hier unten ist immer noch ein Eisenüberschuss ohne Ende. Wir müssen bloß gucken, nicht, dass das gegen Null läuft. Ja, das sieht so aus, als ob das funktionieren würde.
Immer wenn einer verbraucht wird, rückt einer nach. Das geht. So, ja, wie es hier weitergeht, ob das alles einen Sinn ergibt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wozu wir das machen. Doch, ich weiß es, wegen dem grünen Zeug. Können wir das dann eigentlich herstellen? Das sehen wir alles in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht, ob es hier weitergeht und ob mein Gehirn irgendwann einfach nur macht. Bis dahin, macht's gut. Yeah.